Ein schönes Scootkick in die Runde und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen YouTube-Video. Und ja, heute mal wieder zu einem neuen Squad-Builder-Battle und zwar um einen Spieler, den ihr wahrscheinlich noch nicht so oft auf YouTube gesehen habt. Und zwar Kingsley Coman Footy, oder? Hallo, ja, Footy, ja. Also mittlerweile Dolmack, wie ihr es sehen könnt. Grüß euch! Und ja, warum habt ihr den noch nicht so oft gesehen auf YouTube? Ganz einfach, weil den muss man mit den Wochenaufgaben ja spielen und man musste 9 Tore bei Rivals-Siegen mit Franzosen vorbereiten. Und das kann in Division Rivals, vor allem in Division 1, bei einem hohen Skillwert ziemlich anstrengend werden. Deswegen haben das auch nicht so viel gemacht. Aber wir beide haben uns darum ergötzt und ich würde sagen, wir starten direkt mal in die Teams rein. So, wir haben uns beide, wie ihr hier sehen könnt, für die 4-3-2-1-Formation entschieden. Kingsley Coman auf dem linken Flügel. Und ja, ich würde sagen, der Gast darf direkt mal anfangen und ich halt mal rein. Okay. Und zwar fange ich im Sturm an mit einer Special Card. Und zwar mit Karim Benzema in Rot. Und im Right Winger habe ich Foot Birthday Marcelo. Foot Birthday Marcelo? Ja. Okay. Ich dachte schon, du sagst Foot Birthday Griezmann, weil der hatte auch einen Rechtsflügel. Ja. Aber ja, kannst du beides behalten. Ich habe mich für Martial, ich glaube Foot Birthday und Aubameyang Foot Birthday entschieden. Nice. So, dann würde ich sagen, halte ich jetzt mal bei dir rein. Yo, ich bin nicht mit den Franzosen gegangen, ich bin nämlich mit der Bundesliga gegangen und im Sturm spielt bei mir eine Team of the Season Karte und zwar Jovic, der zu Real Madrid gewechselt ist und auf dem rechten Flügel ist nochmal eine Team of the Season Karte und zwar von den Wochenaufgaben und zwar Thorgan Hazard Team of the Season. Alles klar, ich habe aufgeschrieben Messi und Griezmann, weil du den Messi in Rot hast. Dann mache ich jetzt mal weiter mit den drei ZMs. Und zwar habe ich mich im linken ZM für James Rodriguez entschieden. Wen? James Rodriguez! Dann geht es jetzt zu den Außenverteidigern. Und zwar spiele ich im linken Außenverteidiger Mojica. Und rechts spiele ich Dani Alves Flashback. Ach du Scheiße, wer ist dein Linksverteidiger? Mojica, 78er. Aus der Liga? Nein, Santander. Santander, okay. Alles auf jeden Fall, Dani Alves habe ich, den kannst du raushauen. Ach Mann. Boah, ich war mir aber echt unsicher. Ich habe dann einfach Linksverteidiger Roussillon noch aufgeschrieben, weil er eben Franzose ist, der könnte in die französische Liga gehen. So. Soll ich Torwart? Ja, mach Torwart. Okay, beste Grüße von denen. Du nicht. Ja, ich habe mich jetzt in der Rechtsverteidigung für Leonardo entschieden und da würde ich jetzt sagen, halte ich mal bei die Spieler rein. Ich mache direkt weiter mit meinem Linksverteidiger und es ist ja logischerweise einer aus der Premier League und es ist ein Spieler, den ich normal nicht so feiere und zwar Robertson Team of the Season und ich habe irgendwie Angst, das wird mir jetzt gerade erst klar, dass du den hast, weil den habe ich in dem Best of Tots Pack gezogen und das hast du neben mir, wo ich das aufgemacht habe. Deswegen weißt du, dass ich den untauschbar habe. Und Rechtsverteidiger ist nicht so offensichtlich, meiner Meinung nach. Es ist Rafinha Green. Ich habe 2 Franzosen aufgeschrieben: Digne und Pavard. Schade. Perfekt. So, dann kommen wir jetzt zu den letzten Positionen: und zwar beiden Innenverteidiger und dem Torwart. Dann fange ich mal linke IV an mit Davinson Sanchez. Rechte IV Marquinhos und im Tor habe ich Lobby. Ja. Nee, hast du nicht. Noch. Ja, schade, Dylan. Hast du alle 3? Ich habe alle 3. Oh, let's go, schmeckt. So ein Ding ist das. So, mal schauen, ob Dylan jetzt noch nachziehen kann. Bis jetzt hat er mir noch keinen rausgeschmissen. Linke Innenverteidiger ist bei mir sehr, sehr offensichtlich. Aber ich denke mal, der ist so offensichtlich, dass du ihn nicht aufgeschrieben hast. Und zwar ist das Laurent Koscielny. 84er im Form. Rechte Innenverteidiger auch, sehr offensichtlich, weil er vom gleichen Verein spielt wie Rafinha. Und zwar ist das Niklas Sületots und im Tor die Legende Manuel Neuer. Ich sag gar nichts mehr. Oh. Was hast du aufgeschrieben? Laporte, Sokratis und Ederson. Let's go. Ich dachte, ja. Koscielny geht's nicht, weil er zu schlecht ist. Ja, achso, sagst du bei Mojito als Linksverteidiger. Alles gut. Also ich werde
sagen, ich habe Dylan gut rasiert beim Teambauen, aber es kommt natürlich auf das Spielerische drauf an. Deswegen sehen wir uns in-game wieder. Let's go. Let's go. So, hier sehen wir jetzt das Team vom Dylan. Sieht natürlich wunderschön aus mit der Verteidigung. Er hat einen Verteidiger, 78er Gold Mojito. Schmeckt. Alles gut. Ich finde aber mein Team richtig geil. Ich habe richtig Bock auf den Command jetzt. So, gut Kick, mein Freund. Gut Kick. Ja! Nein. Ja! Ja, Sweaty Bob. Sweaty Bob, Luka Jovic 1-0. Jawohl. Hilfe. Let's go. Thorgan Hazard 2-0. Dylan, das könnte böse für dich enden. Ach, ich das vergleich mein ganzes Team. Ha. Schade. Noch nee, nicht wieder Eckball. Warum kassiere ich immer Eckball ja, gegen dich? Go. Immer. Ah, jetzt haben die sowas Wichtiges gesehen in meinem Leben. Wenn Benzema spielt dafür, dass er bleiben kann. Hey, wie kommt der an? Mann. Jo. Hä? Ey! Let's go. Let's go, Marcelo, Junge. Ach du Scheiße. Ja. Ich hasse es, wenn man ein besseres Team hat. Noch nie so einen geilen Schuss gesehen. Es hört sich so dumm an, aber es ist immer so, wenn man ein besseres Team hat, dann fühlt man sich immer so ein bisschen benachteiligt, was das Spiel angeht. Ja. Mal liegen hier im Video. Pff, oh mein Gott. Mann. Ich check das nicht, wo meine Verteidiger sind. Ey, ich verstehe dieses Spiel nicht. Warum spielt er denn mitten in den Gegner rein? Ich muss nur laufen eigentlich. Nein. Oh mein Let's Gott. Go. Das ist zu krank. Let's go. Meine Spieler sind die langsamsten. Boah, ist das wichtig, ey. Oh mein Gott, was ist das? Let's go, Torgen! Ja! Ja! Oh mein Gott, das Spiel! Hilf. Ja! 4-2, ich weiß es wirklich. Das Spiel. Ich muss mich hier voll für die Tore feiern. Das ist so ein Skandal. Ich schwör's, wenn ich verlieren würde, Hilfe! Rafinha ist halt auch so shit. Let's go! Oh, wichtig! Scheiß Kickoff. Es ist unfassbar. Let's go. Komm an, Junge. Ey, warum Kickoff und Reverse Kickoff? Schmee. Ich kassiere eh gleich wieder 2 in 5 oder so. Nein. Wo seid ihr, Jungs? Let's go, Hazard. Junge, ich hab keinen Torwart im Tor. Geiler Typ. Ich hab einfach keinen Torwart. Koman, hast du bisher einmal nach dem Kickoff was Gutes gemacht? Ja! Let's go. Boah, ich dachte, du musst zum Sweden. Das Spiel ist das Schlechteste der Welt. Oh mein Gott. Boah, war das jetzt Krampf am Ende? Wobei ich sage, es war Krampf am Ende. Kommst du wieder zurück? Das macht nicht mal Sinn. Hallo! Oh mein Gott, Guendouzi, du Lutscher! Ey! Es ist immer so bei solchen Situationen. Immer am Pfosten oder vorbei. Du kannst solche Dinge nicht reinmachen. Aber so Volleys aus 30 Meter gehen wieder rein. Immer so. Freistoß. Stachel. Let's go. Morgen, siehst du, das meine ich. Guendouzi aus 5 Metern leeres Tor. Pfosten und sowas geht rein. Okay, der kann mal reingehen, Junge. Ja, ist gut. Alter, ich hab einen Torwart. Auf einmal, der kam noch. Tschüss. Wegen sowas kassiere ich. Wegen sowas kassiere ich. Junge, ich move und du bekommst Abpraller. Ich kassiere.
Was macht der? Ich steuere den nicht mal. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Es ist so abfuck. Es ist so abfuck. Es ist so abfuck. Geil, du kannst Mann, nichts 19. machen. Ey, FIFA ist so schlecht. Abbruch, schnell. Schnell Abbruch. Oh mein Gott, das Tor. Junge, nein. Skandal hoch 100. Oh mein Gott. In meinem Leben noch nicht sowas gesehen. Ja, moin. Du movest falsch. Du movest falsch bei einer Ecke. Tot. Dein Torwart drängt Kingsley Coman ab, ja. Ich move sogar. Ach, du Kacke. Wie wichtig. Junge, ich move sogar. Let's go. Ey. Schmeckt. Geiler Kickoff. Alter, noch nicht so das ist kein Foul! Ich versteh's nicht! Ich kann nichts machen und du bist durch. Tschüss. Wenn das jetzt ein Tor geworden wäre, das ist so ein Skandal. Das ist schon Skandal genug, das Spiel. Wieder nicht im Ballbesitz. Wieder nicht. Oh mein Gott. Es ist so Skandal, was hier passiert. Das ist Manuel Neuer. Nein, nein. Oh mein Gott, wie? Ja, Mann! Ja! Ich kann keine Elfer, ich gehe, es geht eh 0-3 aus. Ja. Komm. So. Komm, einhalten. Ja, Mann! Ich kann keine Elber gegen dich. Gut gekämpft. Scheiß Game. Ey, aber ich spiele, man spürt das so krass. Also bei so einem Teamvorteil. Dass du spielerisch so ein bisschen bei Zweikämpfen und so immer ja, die kürzeren klar. ziehst. Aber GG. GG. Ich kann bei Elber eben direkt aufgeben. So, wir kommen jetzt zum Discarden. Ich habe einen Discard, weil ich im Elferschießen gewonnen habe. 4-3-2-1, oder? Ja, richtig. Dann stoß doch bitte mal den Rechtsverteidiger an. Let's go. Leonardo. Der einzige von den Bronzen, der ich sie nicht stehen lassen habe. Wo war Coman? Coman, RZM, Benzema, LZM. Es wäre mir egal gewesen. Ach, Benzema ist auch eine gute Million wert, oder? Ja, ich glaube 800 oder so. Mhm. Ja, schade. Aber war auf jeden Fall mit das krasseste Game, ja. das ich so hatte. Vor allem bei Squad Builder Battles. Also richtig krass. 7-7. So, das soll es dann auch gewesen sein mit dem Video. Wir haben bei Dill natürlich auch noch eins aufgenommen, und zwar haben den guten Quincy Promise Footy. Schaut euch das natürlich auch an, das ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst den da noch oben da. Und ja, ich würde sagen, Dill, du hast wie immer das Schlusswort. Also ich bedanke mich natürlich für die Einladung, dass ich hier sein durfte, und war natürlich ein krasses Game, und ich würde es natürlich jetzt freuen, wenn ihr natürlich auch auf den ersten Link in der Beschreibung geht, um mein Video anzugucken. Haut rein!